Diese Zinnen sind gewaltig. 3000 Meter erhebt sich der Fitzroy über der Ebene. Überhaupt ist in Patagonien alles größer, als es sein sollte. So, als habe jemand diese Gegend für Riesen erschaffen. Dieses Gefühl beschleicht uns, wenn wir aus den heimischen Alpen kommen. Sei es die Größe der Berge oder die Weite der Ebene, alles sendet die Botschaft, du bist klein. In starken Momenten kann man dem trotzen, in schwachen überkommt einen Demut. In Patagonien muss man den Wind als Freund akzeptieren. Die Luft, die einem ins Gesicht bläst, hat die Antarktis schon einmal gesehen. Regentropfen fühlen sich an wie Nadelstiche. Wer sich darüber beschwert, wird verlieren. Der französische Bergsteiger Lionel Terray schrieb: Die Spitzen Patagoniens erscheinen so unwirklich, dass ich den Eindruck habe, diese Bilder entstammten einem grotesken Traum. Und der dänische Forschungsreisende Andreas Martensen sagt: Gott stellte den Fitzroy auf die Erde, um den Stolz der Menschen zu brechen und ihnen die Grenze ihrer Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Stadt Ushuaia ist die südlichste Stadt Argentiniens und nennt sich damit zu Recht das Ende der Welt. Denn bis Buenos Aires sind es über 3000 Kilometer und bis zur nördlichen Landesgrenze fast 5000. Das Wort Ushuaia kommt aus der Sprache der Ureinwohner und bedeutet so viel wie Bucht, die nach Osten blickt. Die Geschichte Ushuaias beginnt im Jahr 1870, als englische Missionare in dieses Gebiet vordrangen. 1884 eroberten argentinische Seestreitkräfte Ushuaia. Seit dieser Zeit hat die Stadt für Argentinien eine strategische Bedeutung, nämlich gegenüber Chile und den englischen Falklandinseln. So wuchs die Bevölkerung kontinuierlich bis auf heute knapp 60.000. Zentrum ist der Hafen, von welchem aus viele Expeditionen zur Erforschung der Antarktis aufgebrochen sind. Heute dominieren die Touristen, ist die Stadt doch das Tor zum Nationalpark Tierra del Fuego. Auch als Zwischenaufenthalt für Kreuzfahrtschiffe ist Ushuaia beliebt. Es entstand ein attraktives Zentrum mit vielen Hotels, Gaststätten sowie Sport- und Souvenirläden. Im Südosten von Feuerland liegt der 630 Quadratkilometer große Nationalpark Tierra del Fuego. Im südlichen Teil des Nationalparks gibt es eine Vielzahl von ausgeschilderten Wanderwegen, die zu verschiedenen Aussichtsplätzen oder besonderen Landschaftsformationen führen. Besonders schön ist der Weg im Gebiet der La Patilla-Bucht. Die Küste hier ist eine Steilküste mit vorgelagerten kleinen Sand- und Kiesstränden. Die Felsen sind reich an Serpentinit. Der Nationalpark wurde 1960 mit dem Hauptziel gegründet, die subantarktischen Wälder zu schützen. Pflanzengeografisch gehört Feuerland zusammen mit Neuseeland zum antarktischen Florenreich. Die Vegetationsperiode beträgt nur maximal 4 Monate. Die Baumgrenze liegt bei 600 Metern Höhe. Die Flora ähnelt mehr einem subtropischen Lorbeerwald als den gemäßigten Wäldern in Europa und Nordamerika. Es gibt verschiedene Orchideenarten. An feuchten Stellen im Wald wächst die Gabilea lutea. Der Bereich in unmittelbarer Küstennähe bleibt aufgrund der starken Stürme waldfrei. Diese Vegetationsgesellschaft wird als Magellantundra bezeichnet. Sie hat durchaus tundraähnlichen Charakter, obwohl wir hier keinen Permafrostboden haben. Die Magellangans ist die häufigste Gansart Südamerikas.
Sie erreicht eine Körperlänge bis 65 cm und ein Gewicht bis 3 kg. Der Geschlechtsdimorphismus ist sehr ausgeprägt. Weibchen haben ein braunes Gefieder, während das Gefieder der Ganter weiß und grau ist. Magellangänse gehen mehrjährige Paarbindungen ein. Die einzelnen Brutpaare beziehen kleine, aber streng voneinander abgegrenzte Reviere in Wassernähe. Der 3406 Meter hohe Fitzroy heißt in der Sprache der Ureinwohner Chalten, was der Rauchende bedeutet, wahrscheinlich weil der Gipfel oft in Wolken steckt. Der argentinische Landvermesser Francisco Perito Moreno taufte den Berg Fitzroy, benannt nach dem Kapitän des Forschungsschiffes HMS Beagle. Robert Fitzroy und Charles Darwin erblickten 1834 als erste weiße Männer den Berg, nachdem sie dem Rio Santa Cruz stromaufwärts bis zur Andenkette gefolgt waren. Der Fitzroy gehört wegen der Kletterschwierigkeiten und den unberechenbaren Wetterverhältnissen zu den am schwierigsten zu besteigenden Bergen der Welt. So gelang es 1952 Jounel Terray und Guy de Magnon die Erstbesteigung. Auf dem Rückweg besuchen wir noch die Laguna Capri. Schließlich geht es hinab in das Tal des Rio de las Vueltas und durch dieses zurück nach El Chalten. Als einer der besten Aussichtspunkte auf die Berge Fitzroy und Cerro Torre gilt der Mirador Pliegue Tumbado. Die Tour beginnt direkt am Ortseingang von El Chalten und führt nach einem ersten steilen Aufstieg recht flach über offene Wiesen. Dabei hat man ständig den Fitzroy im Blick. Weiter oben erreicht man eine Geröllwüste. Hier findet man Versteinerungen, Ammoniten und Belemniten, beides Lebewesen, die einst im Meer lebten. Zwischen den Steinen wachsen Magellan-Goldblatt und Sand-Frauenschuh. Vom Gipfel genießen wir einen wunderschönen Rundblick auf den schlanken Turm des Cerro Torre und den vielgipfligen Fitzroy. Zwischen beiden fließt der Gletscher Glaciar Torre zu Tal. Ganz rechts erkennt man die Laguna Capri. Der Fitzroy ist der höchste Gipfel in einer langen Kette, vom Cerro Mojón Royo links bis zur Aguja Guillaume rechts. Von der Laguna Torre hatten wir am Vortag nur bis zum Gipfel des abgeschnittenen Berges sehen können. Darüber aber erhebt sich der Cerro Torre gewaltig. Nach mehreren Tagen im nördlichen Teil des Nationalparks Los Glaciares wollen wir jetzt seinen südlichen Teil näher kennenlernen. Los Glaciares wurde 1937 gegründet und 1981 durch die UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt. Der Park hat eine Fläche von 4500 Quadratkilometern. Er umfasst die beiden großen Seen Lago Argentino und Lago Viedma, 47 große und 200 kleinere Gletscher sowie die höchsten Gipfel der südlichen Anden zwischen 2500 und 3500 Metern Höhe. Der Perito Moreno Gletscher ist der berühmteste Gletscher der südamerikanischen Anden. Berühmt vor allem dadurch, dass seine im Lago Argentino endende Gletscherzunge alle paar Jahre bis an die gegenüberliegende Magellan-Halbinsel vordringt,
den südlichen Arm des Sees absperrt und dabei bis zu 10 Meter hoch aufstaut. Irgendwann bricht das Eis dann durch den Wasserdruck spektakulär zusammen und das aufgestaute Wasser bahnt sich seinen Weg in den Hauptteil des Sees. An der Spitze der Magellan-Halbinsel wurde eine aus Treppen und Laufgittern bestehende Weganlage gebaut, von der aus sich der Gletscherabbruch in den See, die sogenannte Kalbungsfront, hervorragend beobachten lässt. Benannt wurde der Gletscher nach Perito Moreno, einem argentinischen Geographen, der sich besonders der Erforschung Patagoniens widmete. Der Perito Moreno Gletscher fließt vom 2950 Meter hohen Cerro Pietro Belli 30 Kilometer bis zum Lago Argentino. Seine Fläche beträgt rund 250 Quadratkilometer, die maximale Eisdicke 700 Meter. Die gesamte Kalbungsfront ist 5 Kilometer breit. Ihre Höhe schwankt zwischen 55 und 77 Metern. Der Torres del Paine Nationalpark gilt wegen seiner Gletscher, Seen und bizarren Felsformen als der schönste Nationalpark Südamerikas. Paine heißt in der Sprache der Indianer Himmelblau. Torres del Paine also, Türme des blauen Himmels. Der Park wurde 1959 gegründet und wird seither von der chilenischen Forstbehörde CONAF verwaltet. 1978 erklärte die UNESCO den Park zum Biosphärenreservat. Er umfasst eine Fläche von 2400 Quadratkilometern. Jedes Jahr kommen fast 150.000 Besucher hierher. Auffällig ist die farbige Teilung der Berge. Der größte Teil der Berge besteht aus hellem Granit, bekrönt von einer dunklen Haube. Das helle Gestein ist Granit, der vor 12 Millionen Jahren aus dem Erdmantel aufgestiegen ist. Die dunklen Hauben sind verschiedene Sedimentgesteine, die in der Kreidezeit vor rund 150 Millionen Jahren in einem Flachmeer entstanden sind. Aber ohne die tektonische Hebung der Anden wäre dies alles noch unter der Erdoberfläche verborgen. Und ohne die Erosion durch die zeitlichen Gletscher während der letzten 3 Millionen Jahre hätten wir heute nicht so tief eingeschnittene Täler, die uns den Aufbau der Berge wie in einem Querschnitt zeigen. Im Nordosten des Torres del Paine Nationalparks liegt der Paine Wasserfall, wohl der schönste und imposanteste Wasserfall, den der Park zu bieten hat. Eine Reihe von Wildtieren lebt im Torres del Paine Nationalpark. Häufig sieht man Guanacos, die wildlebende Stammform des domestizierten Lamas. Guanacos erreichen eine Schulterhöhe von 120 cm und ein Gewicht bis 120 kg. Ihr Fell ist wollig und dicht. Die Füße haben zwei Zehen, die nicht mit Hufen, sondern mit schwieligen Polstern besetzt sind. Guanacos sind wie alle Kamele Pflanzenfresser und ernähren sich vorwiegend von Gräsern. Der Magen setzt sich wie bei allen Kamelen aus mehreren Kammern zusammen, was das Verdauen der Pflanzennahrung erleichtert. Guanacos bilden Familienverbände von etwa 15 Tieren, die aus einem männlichen Leittier, mehreren ausgewachsenen Weibchen und deren Jungen bestehen. Im Alter von 12 bis 15 Monaten werden die Jungtiere aus dem Verband vertrieben. Die Weibchen suchen dann Aufnahme in einer anderen Herde. Die Männchen schließen sich dagegen zu Junggesellenverbänden zusammen. In diesen Gruppen kommt es zu ständigen Kämpfen um die Vorherrschaft, wohl als Vorbereitung auf die spätere Führung in einer echten Herde. Nach dem Verlassen eines solchen Junggesellenverbandes versucht jedes Männchen ein eigenes Territorium zu gründen. Entweder indem es junge Weibchen um sich sammelt oder das Leittier einer bestehenden Herde vertreibt.
Bereits vom Ausgangspunkt unserer Wanderung, die am Refugio Las Torres direkt am Parkeingang beginnt, erhebt sich am Horizont majestätisch der Gebirgsstock der Torres del Paine. Den besten Blick aber hat man vom Mirador Las Torres, wohin eine vierstündige Wanderung führt. Tief hat sich der Rio Ascencio in das Gestein eingegraben. Nach der Chileno Lodge verläuft der Weiterweg nur mäßig ansteigend am wilden Bachbett des Rio Ascencio entlang. Oberhalb des Buchenwaldes sehen wir die Torres gegen den Horizont. Jetzt beginnt der letzte steile Aufstieg. Unvermittelt stehen die drei schlanken, in den Himmel ragenden Felstürme vor uns. Das Bergmassiv Torres del Paine liegt etwa in der Mitte des Nationalparks und ist zugleich sein unverwechselbares Wahrzeichen. Links steht der 2650 Meter hohe Torre Sur, rechts der 2600 Meter hohe Torre Norte und in der Mitte der höchste der drei Türme, der 2800 Meter hohe Torre Central. Es ist noch nicht lange her, dass diese Gipfel zum ersten Mal bestiegen wurden. Den Torre Norte erreichten die ersten Bergsteiger 1958, die beiden anderen erst 1963. Im Jahr 2013 gelang die Überschreitung aller drei Türme. Nach einer guten halben Stunde Rast machen wir uns an den Abstieg.